Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über Vodafone geschrieben, welches er mit 4,2 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Heute soll es um die Service- und Dienstleistungen von Vodafone gehen, einem Handy-, Mobilfunk- und Internetanbieter in Deutschland. Die Vodafone GmbH gehört zur britischen Mobilfunkgesellschaft Vodafone Group und ist eine deutsche Tochtergesellschaft. Die Firma Mannesmann Mobilfunk GmbH ist verantwortlich für die Gründung der späteren Vodafone GmbH im Jahr 1990. 1997 brachten sie das Call-Ja-Angebot auf den Markt und führten damit erstmalig Prepaid-Tarife ein. In Deutschland bietet Vodafone heutzutage Mobilfunk, DSL, LTE, Kabelinternet, Kabelfernsehen, Festnetztelefonie und IP-TV an. Sie beschäftigten mehr als 14.000 Mitarbeiter und konnten mehr als 30 Millionen Kunden im Mobilfunkbereich für sich gewinnen. Im Jahr 2013 übernimmt Vodafone Kabel Deutschland einen Kabelnetzbetreiber und ändert im gleichen Jahr den Firmennamen von Vodafone D2 GmbH in Vodafone GmbH. Mit dieser Übernahme kann Vodafone Mobilfunk Festnetz und Kabelfernsehen unter einen Hut bringen und bietet seither ein All-in-One-Gesamtpaket an. Das macht Vodafone zu einem führenden Telekommunikationsunternehmen in Deutschland. Auch in anderen Ländern ist Vodafone tätig. In 26 Ländern betreiben sie ein eigenes Mobilfunknetz und unterhält in 56 weiteren Ländern Partnernetze. Es gibt verschiedene Angebote im Bereich des Mobilfunks, abhängig davon, ob man ein Privatnutzer oder Geschäftskunde ist. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Vertragsangeboten, den sogenannten Red-Tarifen, und den Call-Ja-Prepaid-Angeboten, also Tarife ohne vertraglichen Hintergrund. Bei den Call-Ja-Prepaid-Tarif bekommt man ein Guthabenkonto. Der Basispreis des Tarifs wird monatlich abgebucht. Der Clou bei der Sache ist, dass man nur das zahlt, was man wirklich verbraucht, was der größte Unterschied zwischen Call-Ja und den Red-Tarifen ist. Guthaben, was man nicht verbraucht hat, wird auch nicht verfallen. Das Guthaben lädt man dann an bestimmten Aufladestationen auf in Form von Karten mit einem Wert zwischen 15 und 50 Euro oder über die App oder das Bankkonto. Als Call-Ja-Kunde hat man die gleiche Netzqualität mit den Vorteilen der vollen Kostenkontrolle sowie der Vertragsunabhängigkeit. Dies ist interessant für Leute, die eher weniger das Handy benutzen und nur selten telefonieren oder SMS verschicken. Eine SMS oder eine Gesprächsminute kostet in alle deutschen Handynetze 9 Cent und mobiles Internet kann man sich per SMS oder kurzen Anruf in Paketen dazu buchen. Die Red-Tarife reichen von Red S bis Red XXL und Black. Der günstigste Tarif Red S liegt monatlich bei 26,99 €. Dafür kann man unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren, SMS und MMS verschicken, man bekommt 1 GB Highspeed-Datenvolumen für das mobile Surfen zur Verfügung. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate. Je nach gewähltem Handy variieren die Paketpreise des Tarifs. Ab dem Red XL-Tarif ist noch eine Handyversicherung inklusive, der vor Schäden am Handy sowie vor Diebstahl schützt. Der Leistungsumfang sowie die monatliche Endgebühr ist in allen Tarifen unterschiedlich, worauf jetzt aber nicht näher eingegangen wird. Generell ist jeder Tarif wählbar mit Handy oder ohne Handy. Internet und Telefon wird in drei unterschiedliche Arten angeboten, über LTE, Kabel oder DSL. Was dafür den eigenen Haushalt geeignet ist, kann man von unterschiedlichen Faktoren abhängen, darunter zum Beispiel von den verlegten Kabeln in der Straße. Auf der Seite kann man überprüfen, welcher Anschluss am besten passt und welcher überhaupt möglich ist. Bei vielen Angeboten wird auf eine Anschlussgebühr verzichtet und man bekommt sogar noch einen gratis WLAN-Router. Die Pakete Internet und Telefon sind schon ab 19,99 € im Monat erhältlich. Der Fernsehanschluss ist möglich über Kabel oder DSL. Mit Vodafone TV Cable erhält man den Anschluss schon für 8,99 € im Monat und bekommt dazu noch einen HD-Videorekorder. Um sich zwischen DSL und Kabelanschluss zu entscheiden, sollte man zuvor auch wieder erst die Verfügbarkeit überprüfen, indem man einmal eine Adresse durch das System laufen lässt. Um HD-Fernsehen zu empfangen, muss man etwas tiefer in die Tasche greifen. Für 17,99 € monatlich über Kabel und 19,99 €, wenn man TV über DSL empfängt. Außerdem bietet Vodafone noch bestimmte Kombipakete zu Vorteilspreisen, die geltend werden, wenn man Internet, Telefon und TV über Kabel oder DSL zusammenbucht. Die Giga-Kombi besteht aus Mobilfunk, Internet, HD, TV und Telefon, also quasi das Komplettpaket. Ein solches Paket ist schon ab 39,98 € für Einsteiger verfügbar. Ich bin nun schon seit mehr als 3 Jahren Kunde bei Vodafone und kann Positives als auch Negatives berichten. Meinen ersten Vertrag mit einem Smartphone-Handy habe ich damals bei Vodafone abgeschlossen, da es damals ein super günstiges Angebot gab. Dieses Angebot habe ich bei Sparhandy entdeckt. Das ist also schon der erste Tipp. Handytarife vergleichen und eventuell bei Drittanbietern mal nachschauen. Meine Empfehlungen hier sind sparhandy.de und mydeals.de. Der Vertrag war also unfassbar günstig mit dem damals gerade auf den Markt gekommenen Samsung Galaxy S4.
Ich glaube, ich hatte einen All-Inclusive-Vertrag ohne Anzahlung für das Handy und habe um die 40 Euro im Monat gezahlt. Die Vertragsabwicklung war einfach und das Handy ist pünktlich zum Erscheinungsdatum bei mir eingetroffen. Ich glaube, es war sogar einen oder zwei Tage eher da als angekündigt. In der ganzen Zeit hatte ich keine Probleme, weder mit dem Netz noch mit dem mobilen Internet. Als sich der Vertrag so langsam dem Ende neigte, wollte ich mich nach anderem umschauen, da ich einen Leistungsumfang hatte, den ich gar nicht beanspruchen konnte. Ich hatte mir im Internet schon einen passenden herausgesucht, nur um dann festzustellen, dass es gar nicht so einfach ist, bei Vodafone einen günstigeren Vertrag als zuvor abzuschließen. Mir wurde im Kundensupport gesagt, ich hätte den Vertrag komplett kündigen müssen, um dann einen neuen abzuschließen. Die Vertragsoptionen, die ich nun hatte, als Folge meines aktuellen Vertrages, passten mir aber alle nicht wirklich. Die angebotenen Handys waren entweder unverschämt teuer in der Anzahlung oder die monatlichen Kosten waren außerhalb des Rahmens. Also muss ich mich mit einem Vertrag zufrieden geben, der eigentlich überhaupt nicht in meine Vorstellung passte. Nun weiß ich auf jeden Fall, dass ich, um sicher zu sein, meinen Vertrag so oder so kündigen werde, damit ich mir quasi alle Optionen frei halten kann. Sonst habe ich eigentlich nichts an Vodafone auszusetzen gehabt, aber ich weiß auch, dass es anders sein kann. Mein Bruder ist noch wesentlich länger Kunde bei Vodafone. Als sein Vertrag auslief und er sich ein neues Handy aussuchen konnte, fing eine lange Episode der Probleme an. Erst ist sein Smartphone nie bei uns aufgetaucht, Vodafone sagt nur, dass es verschickt wurde und mein Bruder musste sich selbst kümmern, bei der Post nachfragen und so weiter. Das Ganze endete dann nach wochenlangem Hin und Her damit, dass Vodafone sich breitschlagen ließ und ein neues zugesendet hat. Dann haben sie monatelang 10 Euro zu viel von seinem Konto abgebucht, der Kundensupport hat ihn immer nur vertröstet, telefonisch als auch in einem lokalen Vodafone-Shop. Jedes Mal musste er einem Mitarbeiter die ganze Geschichte neu erzählen und zusammenfassen, was bereits geschehen ist, da immer jemand anderes am Telefon zuhört. Irgendwann hatte er dann Glück und geriet an einen pfiffigen Mitarbeiter, der das Problem kurzerhand lösen konnte. Ich denke, dass Vodafone durchaus gute Angebote im Sortiment hat und die Leistungen stimmen für den Preis. Der Support ist meiner Meinung nach ausbaufähig, da viele Mitarbeiter vorgeben, etwas nicht zu können. Und wenn man dann hartnäckig bleibt, funktioniert es plötzlich bei einem anderen Mitarbeiter doch. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.